feet. Wanna drink my wine, feeling the vibe. We are so lit. Is it me and you now? Let me smoke that vibe. Hallo, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Halloween-Vlog. Happy Halloween! Okay Leute, ihr seht, ich bin schon sehr hyped wegen Halloween, obwohl hier noch nicht Herbst ist. Die Sonne scheint noch, es ist sonnige Halloween. Ich muss zugeben, es ist jetzt noch nicht Halloween, also wenn ihr das Video seht, ist schon fast Halloween. Aber ich gehe heute Abend auf eine Halloween-Party und ich freue mich so sehr. Wir haben uns alle schon seit 3 Wochen auf diese Halloween-Party gefreut. Ich freue mich eigentlich immer auf Partys. Aber es ist ja keine Party ohne euch, Leute, deshalb muss ich auf jeden Fall mich gleich zusammen mit euch fertig machen. Und ihr seht, ich bin hier noch im Schlabbel-Look, weil ich habe gerade hier Biologie gelernt. Das sind meine Lernzettel, war ein Thema. Ja, und deshalb bin ich noch nicht so ganz fertig. Ich habe meine Haare auch hier so hoch gemacht. Ich habe nämlich Heatless Curls gemacht und ich wollte nicht, dass die so ganz aufgedreht sind. Ich dann so. Deshalb habe ich die jetzt schon mal hier in so einem Dutt gemacht, dass sich ein bisschen aushängen und dann nur unten gelockt sind. Und hier die Hälfte kam auch schon wieder raus. Also wir können beten, dass es gleich schön aussieht. Bitte, Leute. Ja. Party heute, ich glaube, es wird sehr cool. Wir machen nicht so normale Halloween-Party, also da ist jetzt keiner, der sich irgendwie als Hexe oder so verkleidet, glaube ich. Ihr müsst aber so ein bisschen an die Szene aus Mean Girls denken, wie die da Halloween gefeiert haben. Wisst ihr, das sind alles ein bisschen mehr so, wie soll ich sagen, andere Kostüme. Ich mache natürlich mit, ich will ja auch nicht aussehen wie diese eine aus Mean Girls, die dann da als Horrorpuppe kam und alle anderen so Häschen waren. Also ich höre schon die Kommentare, was hat das mit Halloween zu tun? In Amerika feiern man auch so Halloween und das ist trotzdem cool. Ich zeige euch gleich noch mein Halloween-Kostüm. Das habe ich nämlich auch schon cool geplant. Und ja, die Party ist echt weit weg von mir. Ich fahre mit 2 Freunden von mir hin, die hier in der Nähe wohnen. Die holen mich dann ab. Also ich gehe vorher noch zu denen und dann fahren wir zusammen zur Party. Das dauert irgendwie 45 Minuten. Ich hoffe auch, das Wetter hält, weil jetzt gerade ist es so richtig schön und man kann so kurze Hose anziehen und so. Und gleich wird es aber kalt und wir werden uns alle den Popo abfrieren, im wahrsten Sinne des Wortes, in unserem Halloween-Kostüm. Ich habe so meiner Spanischlehrerin erzählt, dass ich auf eine Halloween-Party gehe. Auf Spanisch natürlich. Und dann habe ich gesagt, also es war irgendwie vor 2 Wochen oder so, ich habe noch kein Kostüm. Und dann meinte sie so, geh doch einfach als Geist, Marvi. Dann kannst du dir ein Bettlaken überwerfen und dann machst du nur 2 Löcher für deine Augen. Dann kannst du dir dein Make-up sparen, das Outfit sparen, Haare machen brauchst du auch nicht. Und ich war so, ja. Also mein Kostüm könnte leichte Abweichungen haben davon. Ist auf jeden Fall lustig gewesen. Was ich jetzt als erstes mache, ist hier meine Wäsche mal wegräumen. Um mich gleich hier schön fertig zu machen, will ich ein ordentliches Zimmer haben. Und ich habe hier noch 1 Million Sachen drin, wie ihr sehen könnt. Ist kein Nacktbild, Leute. Das ist die Strumpfhose. Ich hatte auch einen richtig großen Strumpfhosen-Fail. Richtig schlimm. Ich habe gestern diese Strumpfhose anprobiert, weil ich habe die hier gekauft. Und ich hatte Angst, dass die falsche Farbe ist. Ich habe extra ein bisschen dunkler genommen, damit ich schön tanned aussehe. Und hier steht drauf, jetzt lest, Laufmaschenstopp. Das Ding hat 15,99 Euro gekostet. Jetzt gucke ich meine Strumpfhose an. Hier ist das Ding. Es hat ein Loch schon. Beim Anziehen ist schon direkt eine Laufmasche entstanden. Seht ihr das? Ihr seht es nicht. Doch, hier. Da! Dafür habe ich 15 Euro ausgegeben. Wenigstens ist es die richtige Farbe. Vielleicht kann ich noch ein bisschen runterziehen, das in meinem Stiefel verstecken. Erstmal muss ich jetzt duschen, damit hier nicht noch der Lernschwitz an mir dran ist. Und in der Zeit könnt ihr echt schon was angucken, weil Mette und ich haben schon zusammen Halloween-Sachen gebacken und das ist auch richtig lustig geworden. Also packe ich euch das nochmal hier rein, damit ihr auch schon mal schön in die Halloween-Stimmung kommt. Bis gleich. Zuerst waren wir noch ein bisschen im Karnevalsladen und haben diese wunderschönen Masken hier anprobiert und generell ein bisschen nach Kostüm geguckt. Wie findet ihr mich als Polizistin? Mette ist mittlerweile hier und wir hatten einen kleinen Fail. Mette ist so groß geworden, sieht nicht. Der stellt mal zurück und sieht wieder einfach nicht. Hier, sowas wollen wir machen. Wir haben auch weiße Schokolade und braune Schokolade. Mette macht schon mal hier die Preparations von den Salzstangen und ich schmelze jetzt halt die Schokolade, Leute. Guck mal. Das gib mir mal her. Okay, Mette macht das jetzt. Machen. Geil. Während die Schokolade schmilzt, machen Mette und ich einen TikTok. Yes. Wir machen so eine coole Szene, wo ich so mit dem Handschuh rumwehle, Leute, so Cowboy-mäßig. Das sieht voll cool aus, warte. Okay, are you ready? Das sieht so cool aus. So sehen übrigens die Spiderwebs schon aus. Jetzt geht's ab. Ah, man muss es zusammendrücken, deswegen ist es noch sehr heißer. So, mach uns kein Papier rum, Hilfe! 3 Stunden ist Bett der. Oh, das ist heiß! So, Leute, Marvi hat es jetzt schon wieder ein bisschen. Das ist doch schön aus. Die Spinne hatte Durchfall, Mette. Mette holt schon mal unsere Kürbisse raus. Okay, schnell weg, Marvi. Okay, schnell weg, Marvi. Okay. Okay. Ah! Das
das ist Halloween, Leute. Die Kürbisse bluten. Guck, wir haben halt so Schnur drum gemacht. Und die machen wir gleich auf. Und dann soll es eigentlich Kürbisform sein. Innen drin ist Tomatensoße und Mozzarella. Hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Und Mette versucht, auf unserem halt zweiten so Schlachtfeld die halt Fäden so aus dem Kürbis zu ziehen. Aber es ist eingebacken. Ajuda! Hier sind unsere Halloween-Sprinkles übrigens. So, wir haben jetzt hier die Milka-Brownies noch genommen und machen da jetzt noch Schokolade drüber, weil das hier, es wird niemals so in einem Stück trocknen, aber es sieht ganz hübsch aus, im Gegensatz zu dem Kürbisfriedhof, den wir hier haben. Ui. Alright, Leute, wir sind ready mit unseren Sachen. Die Salzstangen sind im Kühlschrank und wir haben hier die Kürbisse ein bisschen gerettet. Breaking. Schmeckt gar nicht schlecht mit dem Mozzarella. Und wir haben die Brownies dekoriert. Oh yes. Mhm. Ja, und damit machen wir jetzt ein bisschen Schule, Leute. Wir sind heute mal vorbildlich. Und dann gucken wir gleich mal nach den Salzstangen. Oh, das ist voll, das hat voll gut geklappt, Mette. Oh, geil, guck mal, das löst sich so richtig davon ab. Das war zumindest kein Fail. Ich kann nur kurz laufen. Okay, alles gut, du kannst schon mal bringen. Eine Sache war kein Fail. Guck mal, wie gut das funktioniert hat. Ich weiß nicht, was das auszuprobieren ist. Krass. Sollen wir reinbeißen? War lecker. Das schmeckt lecker. Wow, eine Sache hat funktioniert. Das müsst ihr nachmachen, Leute. Das ist echt cool. Wir haben übrigens für die Schule nicht so viel gemacht. Wir haben nach Halloween-Kostümen geguckt. Wir waren jetzt in Halloween-Stimmung. Wir haben gar nicht für die Schule. Nein, das ist jetzt so los. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Mette und meiner Backaktion. Es ist mehr oder weniger gut geworden. Und ich war jetzt gerade duschen und ich habe auch schon meine Nägel gemacht, guck mal. Ich habe das jetzt schnell mit meinen Gelstrips wieder gemacht und ich finde, die sind richtig cool geworden. So ein Farbverlauf von blau zu rosa. Der hier ist fake, habe ich angeklebt, weil der eine ist abgebrochen. Das sieht keiner, Leute. Alles gut. Jetzt bin ich mich hier gerade am Abschminken, weil ich möchte mein Make-up nochmal schön neu machen. Ich muss mich auch nochmal Feuchtigkeitscreme und so drauf tun, weil ich möchte ein schönes Make-up haben und nicht das Gefühl, das hier wird nicht lange mehr halten. Deshalb mache ich jetzt nochmal schön neu. Und ich bin ein bisschen im Stress, weil der Freund von mir wirklich hin muss, also wo wir alle abgeholt werden. Der hat schon geschrieben, ich muss pünktlich sein und soll eine Viertelstunde früher da sein, deshalb habe ich es jetzt ein wenig eilig. Ich habe schon meine erste Basis gemacht und schon Settingspray drauf gesprüht. Aber ich muss mich jetzt noch ein bisschen braun machen, weil sonst sehe ich wirklich aus wie ein Geist und kann als Geist gehen. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß, von der Hälfte der Leute, die kommt gar nicht, als was sie gehen. Also von meinen Freundinnen weiß ich das so. Ganz viele gehen als Polizei. Und da machen die halt so Matching, so Prisoner und Polizei. Oh, zwei von meinen Freundinnen gehen auch als Barbie und Raquel. Das finde ich auch richtig cool. Komm, wir fragen mal wen. Wir fragen mal Gabriel, was er geht, weil die Jungs meinten immer, sie wissen noch nicht, als was sie gehen. Das glaube ich denen nämlich eigentlich auch nicht. Ich frag mal Gabriel. Mal sehen, wann er mir antwortet. Mann, Junge sein ist so einfach. Man macht einfach hier T-Shirt an, Blut drauf, man braucht kein Kostüm. Junge sein ist echt einfacher, wenn man sich fertig machen muss. Aber ich mag das auch, Leute. Ich finde das schön. Nur ich bin meistens eh immer im Stress, deshalb kann ich das Fertigmachen nie so ganz genießen. Auch so bei Freunden fertig machen, finde ich ganz stressig, weil da muss ich ja einmal eine Sache mitnehmen. Zwei von meinen Freunden, also Jungs, die wollten als Playboy Carti gehen, also dieses Make-up von dem machen. Ich musste das natürlich nicht googeln, gucken, wie es aussieht. Das wusste ich natürlich von Anfang an, einfach so. Das ist dieser Sänger, Leute, falls ihr nicht wisst, wer das ist. Und ja, jetzt muss ich hier schnell meine Augenbrauen hinzaubern. Oh, hier wird richtig warm. Nein, er ist abgebrochen, Leute. Wenn das jetzt schief geht, meine Augenbrauen müssen schön aussehen. Ich habe auch gerade schon hier TikTok-Transitions gemacht. Wer fängt jetzt da an mit seiner Kettensäge? Leute, ich mache Get Ready With Me. Ich würde sagen, dass ich gerade schon TikTok-Transitions gemacht habe, also angefangen habe. Die möchte ich noch zu Ende machen. Und dieser Krater hier oben geht auch nicht weg. Ich habe mich gerade ausgedrückt, der ist schlimmer geworden. Also ich weiß auch nicht, was mein Gesicht heute von mir möchte, aber ich wollte heute kein Pickel auf meiner Stirn haben. Okay, ich muss mal ganz kurz einen Snap von meiner Freundin anhören und dann komme ich gleich wieder, wenn hier irgendwas sich verändert hat. Oh, das ist so geil, Gabriel schreibt. Also, ich packe mir gerade ein bisschen Fake-Blut in mein Gesicht. Das ist so lustig. Meine Brüder haben auch gesagt, sie haben mich früher einfach mal Fake-Blut auf dem T-Shirt gemacht. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich bin gespannt. Amigos y amigas. Mein Make-up ist complete. Meine Augenbrauen sind ein bisschen dunkel, aber egal, es wird gleich eh dunkel. Jetzt kommt hier nochmal schön Setting Spray drauf. Da steht gerade meine Kamera drauf, muss ich gleich machen. Ich muss noch eine Kontaktlinsen reintun, ich werde jetzt schnell was essen. Ich kriege mal noch ein bisschen mehr Bronzer hier so oben hin. Und dann muss ich nochmal eine Lippen machen. Warum rede ich so? Wahrscheinlich, weil ich gestresst bin. Und dann mein Kostüm anziehen. Ich kann wirklich mein Top Gun mitmachen. Ich kann jetzt in Höchstgeschwindigkeit mich fertig machen und diesen Suit anziehen.
Wie geht dieser Song nochmal? Take my breath away. Ja, das Take my breath away hier. Ayuda. Okay, jetzt noch meine Beinchen. Ja, wunderbar, meine Amigos. Jetzt kommen auch die Schuhe. Heute mal ein bisschen größer sein wollte ich. Bereit zum Abflug. So, das ist mein Kostüm, Leute. Ich bin Top Gun Pilotin. Sieht's aus. Finde es sehr cool. Hose ein bisschen kurz. Habe ich noch die andere Hose drunter gezogen. Und meine Stiefel dazu. Aber ich finde, das sieht cool aus. Guck mal hier mit diesen ganzen Patches. Und hier ist sogar eine Katze. So süß. Ja, und jetzt muss ich noch die Haare aufmachen, weil so kann ich ja nicht gehen. Die Deko, Leute. Guck mal, wie cool das ist. Das Auto ist dekoriert, Leute. Und dann haben wir hier, das ist auch cool, da wurden so Kürbisse dran projiziert. Hier. Wo kommt man hier hin? Hier war ich ja noch gar nicht, Leute. Leute, ich bin gerade auf Klo. Es ist so laut draußen, wenn ihr irgendwas versteht. Aber es ist jetzt so eine Stunde in die Party und es kommen immer noch neue Leute. Es ist so voll hier. Es war mit auch schon mal bessere Zeiten gesehen, aber guck, wie schön es dekoriert ist. Voll cute. Und jetzt muss ich das alles ausziehen, um auf Klo zu gehen. Es dauert ewig, Leute. Das Licht ist auch ein bisschen schlecht, aber die Party ist auf jeden Fall richtig lustig. Hi, Leute. Ich bin hier mit Carla. Ich bin hier gerade zum Vlog. Wie findet ihr die Party bis jetzt? Gut. Bam, bam. Habt ihr noch was zu sagen? Abonniert alle, liked alle. Und ich grüße Max. Max, ich grüße dich auch. Wer auch immer du bist. Ich grüße Emma hin. Emma! Emma und Tim Schneider, grüße dich auch. Hot Dog! Yeah! Was für Kamera? Ich denke, die Kamera ist wirklich cool. Oder? Ja, Leute, wir chillen jetzt hier ein bisschen, weil sonst gibt es nicht mehr zu. Willst du was sagen, Jamie? Wir sind hier bei der Party. Und ja, was soll ich noch sagen? Hallo! Es geht! Okay. Ja, mehr passiert auch nicht, Leute. Peace out!